Hallo Freunde von Scam-Werbung, ich grüße euch. Heute habe ich diese 89,99 Euro Zahnbürste, die eine Bedrohung für die Dentalindustrie in Deutschland darstellt. Klingt nice, oder? Klingt's gut? Klingt super gut. Guckt euch mal das Teil an. Das sieht aus wie so eine kleine Nachttischlampe. Und ich würde sagen, wir werden das heute mal aufklären. Was ist das? Und ja, es handelt sich natürlich um Scam. Da habe ich auch deshalb schon so geschrieben. Und warum es Scam ist und was genau dahinter steht, werde ich euch erklären. Aber erstmal schauen wir uns gemeinsam diesen Werbespot an. Der wird bei YouTube nämlich den Videos vorgeschalten aktuell. Und das Ganze nennt sich Brush Pro X. Schön. Ich muss einfach kurz reingrätschen. Ich meine, was muss man genommen haben? Drogen, Auswahl, so heute vielfältig. Aber was davon, bitte, ist so effektiv wirksam,
dass man in der Werbung sagt, dass man kein Geld für Werbung ausgibt. Das ist mir ein Rätsel. Ja, und das Ding ist so schwer, es kommt per Spedition. Die Zahnbürste. Dragierte Mandeln mit Vollmilchschokolade. Von Mr. Schock. So, und wenn man den Link folgt, kommt man auf diesen Blog raus. Also, es sieht zumindest aus wie ein Blog. Ist natürlich kein Blog. Das ist natürlich wieder totaler Blödsinn. Und wir haben ja gerade diese beiden, was war das eine? Das eine war ein Zahnarzt und das andere war ein Ingenieur, haben wir gerade kennengelernt. Und die beiden also, die sind gar nicht mehr damit klargekommen, dass die Leute dreckige Zähne haben und haben jetzt diese Zahnbürste entwickelt, die ein bisschen aussieht wie so eine LED-Nachttischlampe. Dauert nur 10 Sekunden, really? Die denken das mal in 10 Sekunden. Also ich finde das hier wieder besonders interessant, weil hier geht es immerhin um Mundhygiene. Und ist ja nicht ganz unwichtig, ne? Für alle diejenigen, die da die ein oder andere Zahnwurzelbehandlung schon hinter sich haben, die wissen, sollte man ernst nehmen. Und da kommt dann halt hier dieses Problemlöser-Tool, hier sieht man mal, wie es funktioniert. Einfach rein in den Mund drauf beißen und leiden. Und schon wird halt alles sauber. Und das Ding ist natürlich unfassbar crazy. Sparen Sie bis zu 100 Tage Ihres Lebens, indem Sie Brush Pro X verwenden. Im Übrigen hier auch wieder X, nicht wahr? Das finden wir häufig. Drone X HD. Dann hatten wir noch dieses Telefon mit X hatten wir ja auch. Eine Bassmethode. Ja, wahrscheinlich wummert dir der tiefe Bass einfach mal den Plack von den Zähnen. Brush Pro X verwendet die empfohlene Zahnbürstenmethode, die auch von Zahnärzten für die tägliche Reinigung verwendet wird. Klar. Ja, Fakt, nicht wahr? Zahnärzte. Ich meine, das ist auch mal zu geil, ja. Wie oft mussten die Zahnärzte eigentlich schon für irgendwas herhalten? Die müssen doch schon seit Jahren herhalten. Es wird immer alles von Zahnärzten empfohlen. Und die Zahnärzte wissen in der Regel aber nie was von dem, was sie da empfehlen. Und das eingebaute LED-Blaulicht. Ja, das markiert nicht nur die durch die Stadt rasende Polizei, sondern in Kombination mit dem mitgelieferten Zahnweißprodukt hält das auch noch die Zähne auf. Unfassbar. Antibakterielles Mundstück. Damit kann ich also praktisch die Toilette putzen. Das ist doch fantastisch. Tötet nämlich 99,99% der Bakterien ab. Das heißt, die 0,01% werden wahrscheinlich dann für mein vorzeitiges Ableben verantwortlich sein, komfortabel und einfach. Die Brush Pro X bietet den optimalen Druck und Winkel. Ey, ich hab nicht vor, hier ein Messer zu schleifen, das ist Zähneputzen. Wasserdicht. Ach nein, wirklich. Die Zahnbürste ist wasserdicht. Der fantastisch. Ich dachte, es wird mir in den Mund gegrillt, wenn ich das anschalte. Natürlich, nur 89,99. Ich dachte, weniger als 89,99. Nun kostet es exakt 89,99. Aber immerhin, statt 179,98. Und dabei haben wir kostenlosen Versand. Woher eigentlich? Es steht hier wieder mal nicht da. Die Seite ist auf Deutsch. Und ich meine, es ist ja auch ein deutscher Arzt und ein deutscher Ingenieur, die diese Zahnbürste entwickelt haben. Also muss man auch davon ausgehen, dass die Zahnbürste auch aus Deutschland verschickt wird. Aber hier gleich gespoilert. Nein, das Ding kommt aus dem Ausland. Da ist 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wäre ja schön, wenn man in den Zeitraum das Produkt überhaupt geliefert bekommt. 2 Jahre Garantie? Glaube ich nicht. Ich kenne ja diesen Händler schon. Die bieten ja nicht nur dieses Fake-Produkt an, sondern viele andere auch. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Und man sieht sofort, wie dieser Blog gestaltet ist und wie diese Werbung gestaltet ist, dass das wieder mal einer der gleichen Verkäufer ist, beziehungsweise einer der gleichen Laden. Ich würde ja jetzt gerne hier darauf rumklicken. Ihr seht das nicht, weil ihr nur meinen Kopf seht, aber hier ist meine Maus. Okay, die kann ich nicht zeigen, weil das Kabel ist zu kurz, aber ich klicke gerade auf Contact Terms of Use and Privacy Policy, aber das sind tote Links. Es sind tote Links. Es gibt auch kein Impressum. Das ist wieder mal seriös, nicht wahr? Kann sein, dass es später noch kommt, weil manche von den Angeboten hatten ein Impressum. Hier kann sein, dass die Seite einfach noch nicht fertig ist oder dass die sich inzwischen eigentlich gar keine Mühe mehr geben, für diese kurzweiligen Produkte noch wirklich eine vernünftige, gefakte Webseite zu erstellen. Weil hier steht auch nirgends ein Hinweis darauf, dass es gar kein Blog-Eintrag ist, sondern dass es reine Werbung ist. Und ja, dieser Arzt und Ingenieur sind natürlich erfunden, die existieren nicht, die gesamte Geschichte existiert auch gar nicht. Es wurde auch hier nicht 3 Jahre an irgendwas entwickelt. Das ist wie immer einfach mal wieder zum Einschlafen oder Lektüre auf dem
Locus. Wobei, es ist wirklich interessant gemacht. Der Text ist soweit ganz gut geschrieben. Die Rechtschreibfehler halten sich in Grenzen, also gerade so auf Bildniveau. Es werden tatsächlich so Informationen, wie wussten sie, dass sie in ihrem Leben 108 Tage, wer hat denn das eigentlich ausgerechnet? Also vermutlich ein Mann oder Frau mit unfassbar viel Langeweile. Aber das verleiht dem Ganzen nochmal eine gewisse Seriosität. Dass hier sozusagen sowas wie Recherche betrieben wurde, um Hintergrundinformationen zu einer erfundenen Geschichte zu liefern. Unfassbar. Wenn sie ihre Zähne für die empfohlenen 120 Sekunden, ja, die kommen hier richtig mit Zahlen. Ja, um dann eben hier die Notwendigkeit eines Produktes hier nochmal zu betonen. Und ja, das Produkt existiert tatsächlich auch. Das ist ja das Gleiche für alle, die meinen Kanal ja verfolgen. Die wissen ja inzwischen, wie das aufgebaut ist. Wir machen uns hier eigentlich auch nur noch darüber lustig. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Vor allem ist es auch immer wieder spannend zu erfahren, was ist denn das eigentlich für ein Produkt? Wer hat das eigentlich hergestellt? Woher kommt das? Und was kostet es normalerweise? Schön. Hier gibt es noch ein paar Bewertungen, die man alle nicht anklicken kann, weil das gefaked ist. Man kann sich auch alle anzeigen lassen. Das ist echt krass. Ich kann sozusagen hier noch mehr Fake-Bewertungen ausknappen. Das ist echt unglaublich. Wobei hier natürlich die meisten auch noch Fotos dazu geliefert haben. Sind wahrscheinlich dann alle in der Redaktion entstanden. Also es ist wieder mal unglaublich, wie hier gelogen wird am Band. Belogen und betrogen. Das ist wirklich unfassbar. Vor allem, die haben mit ihr... Einer hat tatsächlich nur 4 Sterne gegeben, um die Glaubwürdigkeit dieser Bewertungen hier noch ein bisschen zu erhöhen. Aber vor allem, die haben auch alle noch so einen Haken. Das ist nämlich alles ein verifizierter... Das ist nämlich alles ein verifizierter Fake, nicht wahr? Steht ja nirgendwo da, hier, welche Plattform das hier eigentlich ist, woher der Haken kommt, was zu bedeuten hat. Die Profile kann man auch nicht anklicken, aber alles deutsche Namen. Auf einer deutschen Seite. Hier haben wir den ganzen Spaß im Übrigen nochmal auf Englisch. Und hier haben wir auch Bewertungen von Andrew. Denise, Christine. Christine, das ist jetzt alles auf Englisch. Jeff. Was sagt denn Jeff? Mine arrived pretty fast, bla bla bla, for weeks. Das wird im Großen und Ganzen alles das Gleiche sein, vor allem fällt uns auch auf, dass Matthew in seiner Bewertung das gleiche Foto verwendet hat wie Jürgen. Ich denke mal, dass Matthew und Jürgen in einer WG wohnen. Das heißt aber auch, dass Ulrike, Philipp und Werner jeweils Heather, Peter und Brad kennen, nicht wahr? Das muss eine einzige große Zahnbürsten-WG sein, die jeweils auf dieses eine Produkt hier abfahren. Lösen wir es auf? Nee. Wir machen noch Order Now. 3 Lager werden begrenzter Lagerbestand im Lager 2 verfügbar. Rabatt von 50% steht noch zur Verfügung. Rabatt wird angewendet. Wow. Man hätte auch einfach die Seite anzeigen können. Stattdessen kommt noch dieses Fake-Laden und Fake-Überprüfen. Das ist ja so unfassbar seriös. Und eine können wir also für 90 Euro bestellen. Wir merken uns den Preis von 90 Euro. Und es gibt wie immer der Bestseller. Ist ja klar. Man braucht ja 2 Zahnbürsten. Man will sich ja morgens die Zähne putzen und abends, nicht wahr? Oder die richtig Vorbildlichen, die putzen 3-mal an Tag und brauchen dann für 240 Euro 3 Zahnbürsten. Da gibt es 73% Rabatt. Das sind 48 Euro pro Stück. Und momentan, habt ihr gesehen, 37 Leute. Jetzt riesig, PayPal wird angeboten. Ja, wie gesagt, was hier nicht steht, ist, dass das wieder aus dem Ausland kommt. Oh, aber jetzt, schaut euch das an. Jetzt haben wir einen Kundendienst. Oh, das gibt mal jetzt Support. Yourhomeshop.net. Ah, diesmal USA, Kanada. Also das Ganze ist auf Deutsch. Wir haben einen Telefonsupport für USA und Kanada. International, Vorwahl 44. Das ist internationales Großbritannien. Wie gesagt, Kanada, USA haben wir auch. Und ja, per E-Mail, da sitzen die hier. MDE Commerce Limited. Beschränkte Haftung, schlimmer als GmbH. Und die sitzen auf Malta. Wo die Ware herkommt, nirgends. Porto ist gar nicht zu gucken, steht nirgends. Rücksenderadressen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, bevor Sie Ihr Produkt zurücksenden. Unser Support-Team teilt Ihnen die Adresse mit, an die das Produkt senden müssen. Und das ist irgendwo im Ausland. Und die Rücksendung kostet mehr als das Produkt. Warum? Wir gehen einfach auf AliExpress und geben einfach Toothbrush ein. Brauchen nicht mal irgendeine Marke oder irgendeinen Quatsch einzugeben. Dann haben wir hier eine Kinderversion davon. Hier haben wir die Originalversion davon. Die habe ich auch billiger gefunden. Ja, genau, da ist sie doch. Für 15,89 €, das sind 4,67 €, das ist nur Zubehör, zum Beispiel so eine Ersatzbürste. Aber die Bürste selber, die kostet 17 Euro und in rosa war sie, glaube ich, günstiger. Oder in schwarz? Nein, hier in Türkis immer noch 17,85 €. 17,85 €, ist leider vollkommen egal. Die verkaufen das Ding für 90 Euro. Und dabei kommen die von aus Ausland. Das heißt, wir können auch hier gleich bei AliExpress bestellen. Da kommt es ebenfalls aus dem Ausland. Allerdings erreichen wir hier noch nicht die Einfuhrumsatzsteuergrenze von, ich glaube, 21 oder 22 Euro. Während, ne, bei 90 Euro müsstet ihr noch 19%, wenn der Zoll das halt bemerkt, 19%,
19% Einfuhrumsatzsteuer noch oben drauf rechnen. Ja, auf 90 Euro 19%, doch schön. Und darüber hinaus verschicken die das mit der Bummelpost, also vermutlich Registered Airmail, vielleicht sogar Unregistered Airmail, das allergünstigste, ist ja versandkostenfrei und bei 90 Euro, oh, da kann man sich das natürlich nicht leisten, da einen vernünftigen Versand, deshalb, ne, konnten wir ja schon 1000 Kritiken lesen, da kann man sich schon mal auf 2 Wochen mindestens, aber man kann auch dann schon mal 1,5 Monate darauf warten, dass man dann seine völlig überbezahlte Sonic Kit No Name IPX7 wasserdicht Dings ohne Pinsel kostenloser Hände. Alles klar. Tragbarer Zahnpinsel. Das wisst ihr ja genau, worum es sich handelt. Das ist ein tragbarer Zahnpinsel. Kostenloser Hände. Man kriegt natürlich dann auch was Ähnliches, beispielsweise bei Rewe. Ich meine, also Obst, Avocados und Zahnbürste. Vital Max. Schall, Zahnbürste 63 Grad. Sieht ein bisschen anders aus. Das ist aber im Großen und Ganzen das Gleiche. Hier, 25 Euro. Aber eBay für 18,81 Euro gibt es das natürlich auch. Also ihr merkt, das Ding gibt es überall. Allerdings würde ich mal vermuten, dass hier ebenfalls Versand aus dem Ausland und muss ich noch irgendetwas sagen? Bei AliExpress gibt es das mehrfach, das gibt es für Kinder und bei eBay gibt es auch für Spam, bei Real gibt es das, bei Rewe gibt es das und man kann natürlich auch einfach das Ding für 90 Euro bestellen. Man kann also nur festhalten, dieses ganze Geschäft mit dem Scam scheint gut zu funktionieren, beziehungsweise meine Videos dazu werden zu wenig geschaut. Wie gesagt, das erkennt man inzwischen sofort, weil diese Machart ändern die auch nicht. Die Werbung ist immer die gleiche, also diese YouTube-Werbung, diese Blogs sind immer die gleichen. Die ändern sozusagen nur den Inhalt und die Machart, das ist immer nach einer ganz, ganz, ganz festen Struktur. Und auch diese Storys, die drumherum gefädelt werden, ist immer die gleiche. Und dann gibt es das noch in allen möglichen anderen Sprachen. Also das heißt, allen möglichen anderen, das gibt es auf Deutsch, also zumindest auf Englisch. Englisch, klar, immer den US-Markt, die haben ja auch in den USA, deshalb ja auch diese Supportnummer für die USA, diesen Markt bedienen die auch ganz gezielt. Und dann wird das dann einfach irgendein Produkt halt eingekauft, irgendwas, das es halt OEM-billig zu kaufen gibt. Das kaufen die vermutlich in Massen, da werden die gleich 5.000 oder 10.000 Stück von eingekauft haben für 5 Euro das Stück. Und dann, ja, 90 Euro kann sich hier dann den Gewinn ungefähr ausrechnen an Versandkosten. Auch bei der Menge, die die dir verschicken, das ist machbar, sagen wir mal so. Das heißt, die Gewinne sind unfassbar. Dann ganz, ganz schlechter Kundenservice. Ich habe auch gelesen, dass die das zurückgeschickt haben. Irgendwelche Kunden haben das Geld nie bekommen. Kundenservice nicht erreichbar. Und außerdem sind die Rücksendegebühren natürlich auch erheblich, wenn man das Ding hier 16 Euro kostet. Und die erstatten mit Sicherheit keine Rücksendegebühren, könnt ihr euch ja vorstellen. Dass viele sagen, naja, es lohnt sich eigentlich alles überhaupt gar nicht, zumal eben das Risiko eingeht, dass sie dann sagen, nee, haben wir nicht gekriegt. Oder also versichert, dass Versand nach Hongkong, na, viel Spaß. Da bezahlt er schon mal 50, 60 Euro. Schön. Was heißt schön? Es ist natürlich wieder mal total mies einfach. Und das ist nur noch Turbokapitalismus at its best, nämlich nichts Neues entwickeln, keine Innovation, sondern einfach nur durch Marketing, durch gezieltes Marketing, durch so tun als ob, die Kunden eben noch gezielter über den Tisch zu ziehen. Mehr ist das ja eigentlich nicht. Mehr ist es ja nicht. Die verstoßen hier jetzt auch nicht wirklich direkt gegen Gesetze, weil letztendlich in der Werbung kann man sowas auch schon mal behaupten. Das ist ja bloß eine Geschichte. Eine Werbung kann auch mal eine schöne Geschichte enthalten. Es wird ja nichts versprochen, was das Produkt nicht tatsächlich kann. Das ist einfach nur eine sehr, 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 sehr clevere Art und Weise, um jemanden hier halt über den Tisch zu ziehen. Okay, aber ihr nun nicht. Ihr wisst jetzt Bescheid. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn da wieder was Interessantes kommt. Bis zum nächsten Video. Ciao.